Austrian Skills Salzburg 2021. Die Besten der Besten der heimischen Jungfachkräfte im Kampf um die begehrten Berufsstaatsmeisterschaftstitel, Corona-bedingt mehrfach verschoben, können die Competitions Ende Jänner 2022 endlich stattfinden, auch wenn diesmal einiges anders ist. Der entscheidende Unterschied von Austrian Skills 2021 zu den üblichen Bewerben ist: Wir haben keine Besucher. Ihr seht, es ist vollkommen ruhig im Hintergrund. Trotzdem, glaube ich, haben es unsere jungen Champions verdient, dass sie ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Und genau das tun sie auch. In insgesamt 32 Berufsdisziplinen geben die rund 200 Young Professionals von Beginn an Vollgas. Denn vorne dabei sein kann hier nur, wer in engen Zeitvorgaben höchste Qualität liefern kann. Der zweite Wettbewerbstag ist dabei besonders entscheidend. Der zweite Tag ist sehr entscheidend, weil alles, was man am zweiten Tag nicht schafft, wird das schwierig, dass man das am dritten Tag wieder aufholt. Und das wissen auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz genau. Pausen gönnt sich hier kaum jemand. Das Leistungsniveau ist in allen Bereichen enorm. Der prüfende Blick Richtung Konkurrenz sorgt für den nächsten Adrenalinkick. Die Uhren ticken, die Zeit läuft gnadenlos ab. Fertig werden lautet jetzt die Devise. Rauchende Köpfe, glühende Finger und höchste Konzentration auf den letzten Metern. Unter den Augen der neuen Jugendstaatssekretärin, die am Finaltag persönlich vorbeikommt. Gerade so internationale Wettbewerbe, angefangen bei den Austrian Skills bis hin zu den World Skills, zeigen ja auch, dass unsere österreichischen jungen Fachkräfte die Top-Stockerl-Plätze auch immer wieder abholen. Und das wollen sie auch heute. Schlag auf Schlag wird eine Berufsgruppe nach der anderen fertig. Mir tut alles weh, aber es geht. Ich lebe noch. Ich habe da 6 Teilnehmer, mit denen ich umschaut, jetzt nach St. Petersburg fahren kann, ein bisschen trainieren, und das ist ein Wahnsinn. Also ich bin sehr zufrieden mit den Leistungen. Jetzt nach 3 Tagen ist man natürlich erschöpft schon, schön klarweise. Jetzt ist es schon gut, dass es dann vorbei wird und dass wir dann das Ergebnis erfahren. Ja, es war für uns sehr anstrengend, die 3 Tage, aber die Kandidaten haben eine Top-Leistung gezeigt. Ich bin sehr froh, dass ich es geschafft habe, die 3 Tage hinter mir. Wir brauchen Lehrlinge, wir müssen Werbung machen, wir brauchen Fachkräfte. Ich bin super zufrieden, es war bis zum Schluss offen, wer das Rennen macht. Ich weiß es auch jetzt noch nicht, wer es dann sind, wenn ich die Punkte eintrage. Wir sind natürlich sehr, sehr stolz, dass wir so viele engagierte Jugendlichen trotz dieser widrigen Umstände gefunden haben, die dann mit Begeisterung und Elan an die Aufgabe herangehen. Ja, und jetzt sind wir natürlich gespannt, wer bei der Siegerung auf den Treppchen steht und uns nach Shanghai und St. Petersburg begleiten wird. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Austrian Skills, herzlich willkommen zu Ihrer Siegerehrung. Und dann beginnt der Medaillenregen für die Besten der besten Young Professionals des Landes. Silber bedeutet ein Ticket für Euroskills 2023 in St. Petersburg, und wer Gold geschafft hat, ist im Oktober bei den World Skills in China für das rot-weiß-rote Team am Start. In der Bundesländerwertung schafft die Steiermark mit 8 Staatsmeistertiteln Platz 1. Ja, schauen gut aus. Gott sei Dank, die Berufsausbildung kennt keinen Lockdown, und das ist ja ganz ein wichtiger Faktor. Wir wissen, Fachkräfte sind die größte Mangelware in unserem Land, und deshalb sind wir natürlich sehr, sehr optimistisch. Die Leistungen sind hervorragend, und wir fahren mit einem sehr, sehr guten Gefühl nach Shanghai, und ich glaube, da wird einiges zum Erreichen sein. Es zeigt, welche Spitzenleistungen wir tagtäglich in unseren Betrieben wirklich zeigen. Und es ist natürlich eine Veranstaltung mit ganz, ganz vielen Emotionen, die wir alle nutzen können, dass wir das Thema Berufsausbildung, Weiterbildung und vor allem unsere duale Ausbildung noch mehr unter die Leute bringen.